In diesem Video geht es um Zahnstangenwinden oder auch Stockwinden genannt und um Brechstangen. Alles Geräte, die man eigentlich braucht, gerade wenn man einen Altbau hat und immer mal wieder was reparieren muss, weil damit kann man eben große Lasten heben, große Lasten auseinanderdrücken. Mit Brechstangen kann man tiefe Löcher in steinigen Boden stampfen, auch Dinge auseinander spreizen oder demontieren. Klar, heute nimmt man eher hydraulische Wagenheber oder man schafft sich gleich einen Kleinbagger an. Es gibt ja sehr viele Geräte, wo man sich die Arbeit mit erleichtern kann, aber die sind natürlich alle teuer. Oder muss sie sich besorgen? Solche Dinge hier sind eigentlich zu sehr günstigen Preisen zu bekommen. Also manchmal sogar im Sperrmüll, also die Brechstange. Und diese Winde habe ich aus dem Sperrmüll. Diese habe ich mal auf dem Flohmarkt gekauft, weiß ich, 20, 30 Euro. Und auch diese hier war vom Antikhändler auch in der Preislage. Und wenn man sich so Annoncen anschaut, wird man auch immer wieder billige Winden finden. Sie sind ja zum Teil schon sicherlich über 100 Jahre alt, aber sie haben eine immense Kraft, oder man kann damit eine immense Kraft heben. Es fängt bei einer Tonne an, geht bis mehrere Tonnen. Das will ich gleich mal zeigen, was ich damit schon alles gemacht habe. Die Winden haben immer zwei Punkte, wo man eine Last ansetzen kann. Hier unten auf dem Fuß oder hier oben. Wenn ich jetzt hier hochdrehe, gibt es hier so eine Klinkensperre, die rastet dann ein, sodass der Arm auch nicht mehr zurückgehen kann, wenn ich hochdrücke. Also eine wirklich ziemlich sichere Sache. Ich will jetzt mal schauen, wie groß der Abstand ist, den ich jetzt hier, wo ich jetzt eine Last hochdrücken kann. Messen wir das mal hier. Ab dem Fuß, was sind da immerhin? 36 cm. Ich befinde mich hier unter meinem Schuppen, unter dem ein kleiner Bach verläuft. In der Mitte habe ich vier Pfeiler und die waren eigentlich alle infolge von Hochwasser doch zur Seite gekippt. Sieht man jetzt hier noch bei den beiden äußeren, die immer noch ganz schräg sind, aber die beiden mittleren habe ich ersetzt, indem ich dann eben die Winde hier unten drunter gesetzt habe, den ganzen Schuppen hochgedrückt habe, dann konnte ich dann diese neuen Pfeiler hier herstellen. Hier leistet nun die Brechstange wirklich gute Dienste beim Auseinandernehmen eines alten Tores. Nämlich diese ganzen Querriegel sind natürlich stark vernagelt. Und mit so einer Brechstange kann man dann durch die Hebelwirkung doch sehr schön diese Riegel abbekommen. Aber so richtig gute Dienste haben sowohl Brechstangen als auch Winde geleistet hier beim Einbau meiner drei Sandsteinpfähle am Rande meines Grundstückes, um dort eben Tore anzubringen. Ein Video über den Ausbau und Ausgraben der Sandsteine habe ich hier verlinkt. Darüber habe ich schon berichtet. Dieser Bereich meines Grundstückes ist wirklich total steinig. Und jeder normale Mensch hätte wahrscheinlich jetzt hier so einen Kleinbagger genommen. Aber ich sehe das ja alles ein bisschen anders und will eigentlich auch mit reiner Handarbeit hier das schaffen. Man muss sich halt nur wirklich Zeit dabei nehmen, gerade im Sommer, viele Pausen dazwischen. Aber schaffen kann man das. Und dazu braucht man dann wirklich so eine Brechstange, um dann Stück für Stück sich in diesen steinharten Boden einzubuddeln.
die heutigen Brechstangen, die man bekommt, haben eher so ein spitzes Ende. Das hätte vielleicht noch ein bisschen besser geklappt hier, aber ich habe ja nur jetzt meine alte Brechstange hier gehabt. Die ist dann auch eher so noch für wahrscheinlich Nägel aus Balken herauszubekommen. Denn vorne ist sie ja so Kuhfußmäßig ausgestellt. Die Sandsteinpfähle sind, wie man auf dem Bild hier sieht, nur dort behauen, wo sie aus der Erde herausschauen. Im unteren Teil sind sie sogar verbreitert, denn sie sind ja ohne Mörtel im Boden, stecken sie. Der untere Bereich, der in die Erde kommt, ist ungefähr 70 cm hoch. Nun war das Loch geschaufelt. Man konnte auch die Sandsteine mittels Rollen zum Loch bewegen, aber dann wurde es entscheidend, wie kriege ich jetzt den Sandstein in das Loch rein. Der Sandstein wiegt 250 Kilo, da kann man nicht mal eben anheben, ohne sich den Rücken zu schädigen. Also habe ich da stückweise dann mit dieser Winde gearbeitet, bis ich dann eben den Punkt erreicht habe, wo ich ihn dann den Sandstein ins Loch drücken konnte. Und hier sieht man jetzt die drei fertig eingelassenen Sandsteinsäulen, die mein Grundstück begrenzen.